Herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge bei Project Hospital. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hat Freizeit, okay. In der Nacht ist hier nichts los. Wir haben in der letzten Folge hier noch die Reinigungsstation, den Reinigungsraum hier eingebaut. Plus noch eine Reinigungshilfe eingestellt für die Tagschicht. Dadurch ist natürlich hier auch die Sauberkeit irgendwann gegeben. Und die Zufriedenheit steigt eventuell. Weil hier sieht es ziemlich dreckig aus, da sieht es ziemlich dreckig aus. Hier natürlich noch mehr. Ja, ist schon heftig. Aber ich hoffe, das legt sich dann. So, 14 Patienten werden geschickt, okay. Das ist das Ansehen. Sieht so aus mit Krankenkassen, 70%, 80%, okay. Ansehen ist auf 3 Sterne. Ich hoffe, die schicken noch mehr Patienten. Patientenaufnahme 75%. Wartet. Da ist eine in der Nacht gekommen. Patientin in der Nacht, okay. Das ist schon mal gut. Wir kriegen dadurch natürlich auch in der Nacht was zu tun. Der Arzt kann sich die schon mal anschauen. Sinusitis. Bronchopneumonie. Alter, das wäre natürlich heftig. 1200 €. Aspergillose. 2160, alter Schwede, das wär's doch. Ermüdung, produktiver Husten und Kopfschmerzen. Der hört sie gerade ab. Überprüfung der Sprache. Okay. Abtasten den Hals des Halses, alter Schädel. Das hört sich alles an, diese möglichen Diagnosen, alter, als wäre die Patientin fast tot. Er findet Krankheiten hören sich sowieso immer schlimmer an, als es vielleicht eigentlich überhaupt sind. Und von daher bin ich mal gespannt, was sie wirklich dann hat. Der macht einen CRP-Test. Das ist der C-reaktives Protein-Test. Ist eine Diagnosemethode, basierend auf einem schnellen Bluttest. Er misst die Konzentration von sogenannten Proteinen, welches wiederum Aufschluss über eine diverse Krankheit und Probleme gibt. Aha, okay. Kurz ein Blutschnelltest. Untersuchung der Nasenhöhlen, okay. Der geht jetzt fast alles durch anscheinend. Um da das versteckte Symptom noch zu finden von der Patientin. Zufriedenheit der Patientin.
Behaglich, hässliche Umgebung, kurze Wartezeit, gemeiner Angestellter. Okay. Heißt, wir werden definitiv nochmal hier was bauen und zwar ein bisschen Deko. Topfpflanze an. Stellen wir mal eine Pflanze hier hin. Eine Pflanze im Wartebereich noch. Die draußen hin. Oh, sowas hat die jetzt. Sinusitis hat sie. Mitarbeiter hatten keinen Arbeitsplatz. Ein Mitarbeiter hat keinen Arbeitsplatz und wird untätig sein. Hey, warum? Arbeitsplatz. Ach so, okay. Da keine Ärzte den Nachtdienst übernehmen, hat die Klinik nicht mehr nun nur mehr tagsüber geöffnet. Okay. Hallo. Ja, weil ich das Zugebot hatte, ne? Deswegen. Ah, Mist. Die macht jetzt erstmal hier sauber. Ja, das war klar. Ja. Das ist doch schon jetzt erledigt. Das ist doch jetzt erledigt. Krankenhaus hat nun geöffnet. Klinik geöffnet, 8 bis 18 Uhr. Tagschicht 7 bis 20 Uhr. Aha, okay. Alter Schäder, das ist eigentlich vielleicht kompliziert. Ja, das ist doch jetzt erledigt, Mensch. So.
Macht natürlich auch die Toiletten sauber und alles, das ist gut. Hier wird reingerufen. Die nächste Patientin kommt auch noch. Dann wollen wir mal gucken, dass wir jetzt doch nochmal das Geld reinkriegen. 139 minus. Gebäude minus 58, okay. Kriegen wir schon noch irgendwie hin. Das kriegen wir schon noch irgendwie hin. So. Ultraschall, Radiologie, Blut. Das ist die Ultraschall auf Wartezimmer. Was war das hier? Röntgen. Toiletten, Wartezimmer dafür, Wartezimmer hierfür wie die beiden. Ja, okay. Also, wir brauchen mehr Platz, definitiv. Also, wir werden hier mal bauen. 5000. Das ist natürlich verdammt viel Geld. Wir werden Wände errichten. Hier und einmal hier. Und dann hier die Außenwand wieder. Dann werden wir die Wand entfernen. Dann werden wir hier erstmal den Boden verlegen, ganz normal. So. Dann werden wir für die Notaufnahme hier, werden wir einen Überwachungsraum errichten. Mal gucken, wie das funktioniert, das Ganze. Einmal Wand und Wand. Dann werden wir hier dann eine Tür einbauen. Krankenhausbett. Modernes Krankenhausbett. Okay. Wir werden einfach erstmal ein einfaches Krankenhausbett reinpacken. Großer Geräteschrank. Wanddefibrillator. Mobiler Arbeitsplatz. Das ist doch erledigt. Alter Schwede. Gut, Audiometer. Das heißt, wir brauchen mehr Platz in dem Zimmer. Alter Schwede. Na gut. Dann vergrößern wir das Zimmer mal. Überwachungsraum. Wir müssen den Raum mal vergrößern. Da brauchen wir mehr Platz. So. Dann brauchen wir hier mobile Arbeitsplatz, Laborspüle. Mobiler Arbeitsplatz ist doch. Drin, oder? Nee, keine Ahnung. So. Laborspüle. Quadratischer Tisch, Hängeschrank.
Ich bin schon wieder fast über der Zeit gerettet. Ich. Defibrillator. Ein Audiometer und CRP-Analysator. Okay, dann brauchen wir noch einen Gerätetisch. Bettkonsole. Gerätetisch noch einen. Und CRP-Analysator. So. So, das hätten wir. Das heißt, wir brauchen noch ein Traumazentrum, ein Schwesternzimmer und einen Bereitschaftsraum. Alter Schwede. Meine Fresse. Alter. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben schon mal hier etwas geschafft. Ich danke euch soweit fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, schaltet in der nächsten Folge natürlich wieder rein. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Servus und tschüss.